Ja, Berlin im Sommer ist ja immer schön. Also ich freue mich immer oder freue mich, dass der September jetzt noch so ein bisschen andauert mit Sonne. Deswegen, ich bin gerne auf dem Tempelhofer Feld in der Sonne. Ja, Berlin, abends einfach rumlaufen am Ufer ist im Sommer immer schön. Also Sie brauchten gar nicht weit zu reisen? Nee, zum Glück nicht. Okay, Movie meets Media ist das Thema, die Showbranche, Filmbranche. Welche Zutaten braucht man, um dort erfolgreich zu sein? Ich glaube, viel Selbstbewusstsein und sich nicht unterkriegen lassen. Ich glaube, gerade bei vielen Castings davon nicht sich irgendwie klein machen zu lassen und einfach weiterzumachen und sich nicht unterkriegen zu lassen. Sie sind nun noch ganz jung, Mitte 20. Welche Wünsche und Träume und Ziele haben Sie für Ihr Leben und für Ihre Karriere? Also ich arbeite gerade an meinem ersten richtigen Album. Ich habe letztes Jahr das erste Mal meine EP rausgebracht. Und das ist gerade mein Fokus. Und da arbeite ich ganz viel dran und hoffe, dass das schön wird. Musik, Schauspiel, Synchron ist, glaube ich, auch dabei. In welcher Ecke fühlen Sie sich am wohlsten? In allen. Also ich bin sehr froh, dass ich alles machen kann. Also ich mag das Schauspielen genauso sehr wie die Musik und wie das Sprechen, also das Synchronsprechen. Und ich hoffe, dass ich alles drei sehr lange noch machen kann. Nun haben Sie auch einen berühmten Papa. Wie ist es so, mit so einem berühmten Papa groß zu werden? Ich weiß ja nicht, wie es anders ist, aber ja, mein Papa ist super. Wir waren gerade erst zusammen im Urlaub und wir wohnen zwar nicht in der gleichen Stadt, aber wir sehen uns dafür sehr, sehr oft und das ist immer sehr schön. Wie ging Ihnen das? Haben Sie an den ganzen Fernsehsendungen Anteil genommen als Kind? Also gerade die Talkshow am Wochenende wurde ja auch in Baden-Baden aufgezeichnet. Da waren wir ganz oft dabei und das war immer eine richtig schöne Stimmung, auch so im Backstage zu sein und irgendwie mitzukriegen, wie das alles so funktioniert. Und Papa hat uns nie irgendwo reingedrängt, aber wenn wir gucken wollten, dann durften wir gucken und es war immer sehr schön und spannend. Wie muss man sich das vorstellen? Gibt er Ihnen Ratschläge? Tauschen Sie sich aus, bevor Sie hier so ein Event besuchen oder im Studio stehen und irgendwelche neuen Songs einsingen? Ja, also wir telefonieren sehr oft und jetzt auch, als wir im Urlaub waren, ich frage ihn dann immer so ein paar Sachen und da ist er ein sehr guter Ratschlaggeber und es tut einfach gut, auch mal jemanden fragen zu können, der das schon lange macht.